Herzlich willkommen zu meinem neuesten YouTube-Video. Ich habe heute wieder einen Special Guest, den ihr ja alle bestimmt Hallo. Schon kennt. Ich bin Hella. Die liebe Hella. Und ja, ich habe mir gedacht, wenn ich schon mal den Fahrprofi hier habe, mein Ziel ist es ja, Vanilla und Duke einzufahren. Einfach der Profi, Leute. Hella hat ja erst den Kutschschein gemacht und ist damit sehr professionell unterwegs und fährt ja auch sehr viel. Deshalb habe ich mir gedacht, drehen wir heute mal ein Video zum Thema Einspannen und spannen Vanilla und Duke mal ein. Ja, das wollte ich schon super lange mal machen und ich habe sie auch sehr gut darauf vorbereitet. Wir haben sind schon Reifen gezogen, also sie kennen das Gewicht zu ziehen. Und ja, ich habe auch schon Langzügelarbeit mit ihnen gemacht, also die Vorbereitungen sitzen alle. Und jetzt geht's ans Einspannen und Eingemachte. Als mal erstes sehen. Müssen wir jetzt mal die Kutsche rausholen, weil die steht in der Bushalle und ist ein bisschen verstaubt. Die habe ich noch nie genutzt. Ups. Dann das Equipment checken. Und ich glaub, dann... das wird super. Ne? Ja, ich habe extra ein neues Kutschgeschirr bekommen. Und dann müssen wir die Ponys mal putzen, weil ihr schaut ein bisschen schlimm aus, meine Lieben. Ihr schaut schlimm aus. Ja, naja, jetzt holen wir mal die Kutsche, oder? Ja, let's go. Los geht's. Jetzt schauen wir mal, ob wir die Kutsche überhaupt hier rausbringen. Die ist bei mir schon ein bisschen... Sieht ein bisschen eng aus, ehrlich gesagt. Oh nein, oh mein Gott. Weiß ja nicht. Die ganze Kutsche ist schon ausgebleicht. Die war richtig krass schön rosa. Aber die ist richtig nice. Schön, gell? Sieht geil aus. Ja, okay, das heißt, können wir die da drüber heben? Weil ich würde den Transporter nicht rausbringen. Ja, ich glaube, das geht. Das geht. Wir kriegen die da drüber. Wir müssen ja eigentlich nur da... Das ist irgendwie ein bisschen unfair. Schau mal, ich hebe hier Bäume schwer. Ja. Und nur bei den Dingen. Oh. Tom. Oh, du hast meine Hand eingeklemmt. Oh nein, das ist ein bisschen chaotisch hier. Scheiße. Okay, ich muss den Transporter rausfahren. Ich sehe keine Lösung, weil leider bin ich kein Hulk. Ich habe nicht genug Spinat gegessen. Soll ich heben? Ja, Tom, komm, heb mal schnell raus hier. Okay. Hier. Heb mal hier schnell raus. Das ist wirklich schwer. Okay, jetzt los. Da hat sich die drei Nutella Brote heute Morgen doch gelohnt. Oh, fuck, warte. Okay. Ich alleine. Hallo, ich helfe dir voll. Wow, das ist ja mal richtig praktisch, dich dabei zu haben. Ja, siehst du? Sehr schön. Pass auf, dass ich nicht ankomme. Vorsicht! Oh, meine Herren. Pass auf, dass ich da nicht. Vorsicht! Ja, also das geht ja echt gar nicht. Hier vor der Einfahrt, also vor der Tür. That is how close I am to quitting. Quitting. So, selbst ist die Frau ein bisschen dreckig sprich geworden. Hä? Ich hab doch das gemacht. Was für selbst ist die Frau? Jetzt hier schiebe ich die Kutsche. Selbst ist die Frau. Und dann so was. Manchmal. Man, das wird rausgeschnitten. Sagen wir manchmal. Aber in der Julias Gesicht rein in deinen Körper. Ja, alles klar. So, kommt ihr über die Stange drüber? Oh, nein. Das ist das ganze Equipment her. Oh mein Gott, ganz kurz. Das müssen wir dazu nehmen. Süß, oder? Leute! Oh mein Gott! Beinschutz ist uns sehr wichtig. Aber die sind ja sogar viel zu groß für unsere Minis. So groß? Die sind zu groß. Die passen vielleicht dem Buddy. Dem Buddy passen die vielleicht. Oh mein Gott. Süß, gell? Ich habe im Keller tatsächlich... Ja, die passen. Die hier? Ja, die passen. Die anderen sind etwas zu groß. Okay, wir tun Gamaschen. Und diese Glocken. Nimm die blauen mit. Die hier. Wir wollen doch nicht zu kitschig unterwegs sein, oder? So, Hella, schon mal, darf ich das mal umhängen hier? Das da. Oh. Oi. Okay, warum ist hier ein Klo? Ja, aber dass wir ein Klo im Stall haben. Das ist halt gut. Dass man auch im Stall aufs Klo gehen kann. Wichtig. So, haben wir jetzt alles Equipment. Hella, du bist der Profi. Hast du... Leinen. Das hier. Und der Rest ist unten bei der Kutsche. Ja. So, vielleicht noch ein Tuch, um die Kutsche abzubeschließen. Das ist vielleicht sinnvoll. Das wäre richtig sinnvoll, damit unser Popo nicht ganz staubig kann. Ich meine, das ist so süß. Das ist das Allersüßeste, was ich je erlebt habe. Jetzt wird die Kutsche. Die Kutsche wird erst kurz sauber gemacht. Die ist schon sehr verstaubt, weil ich sie noch nie benutzt habe. Tatsächlich habe ich die. War das mein Weihnachtsgeschenk? Ja, das war ein Weihnachtsgeschenk. Letztes Jahr? Ne, schon lang her. Tatsächlich. Und ich bin irgendwie noch nie dazu gekommen. Ja, und dieses Video ist jetzt mal ein Anlass, die Kutsche mal wieder zu putzen. Damit diese Kutsche mal wieder sauber. So, Hella, was sagst du zum Equipment? Haben wir jetzt alles? Sind wir ready und können wir zu fahren? Ja, das sieht gut aus. Irgendwie wird schon alles dabei. Manni, komm. Also hier, wie ihr seht, ist noch alles sehr, sehr neu. Alles sehr, sehr neu. Ihr lasst es hier liegen. Okay.
Das ist übrigens Marani. Mia, lass du bitte Marani. Marani, unser krankes Huhn ist, dass sie da für uns frei im Garten laufen, weil sie von den ganzen anderen Hühnern so böse gemobbt wurde und auch so frisiert wurde. Die greifen sie voll an und deshalb läuft sie bei uns jetzt frei im Garten, bis sie sich erholt, die Arme. Aber ihr geht's echt gut. Kutsche und Equipment sind vorbereitet. Jetzt holen wir den Duke, das ist der erste. Und ja, magst du mal auf noch einen Teller? Ja. Dann nehme ich jetzt den lieben Dukey mit. Yuki! Ein Dalmatiner. Ein kleiner Dalmatiner. Jetzt wird er erstmal noch kurz geputzt und kriegt einen Zopf, sonst sieht er ja gar nichts. Vanilli, kannst du hier kurz warten, bitte? So, Vanilli, du musst kurz warten, du bist danach dran. Achtung. Attention! Dann haben wir zu zweit den Yuki schick gemacht und das geht natürlich bei so einem kleinen Pferdchen, wenn man zu zweit ist, auch echt schnell. Ich glaube, er hat es genossen. Jetzt starten wir mit dem ersten Farbpferd, dem lieben Duke. So, und guck. Der kleine Barzi schafft das gut. Es wäre übrigens auch mal saugeil, mit Wolli und Sparky im Zweispänner zu fahren. Ja. Wenn ich mal heirate, möchte ich mit denen beiden mit der weißen Kutsche abgeholt werden. Das ist so das mein... Das wäre wirklich nice. Also Future Husband, bitte die zwei einspannen. Als Überraschung, das muss natürlich heimlich passieren und ja. Natürlich darf ich das nicht mitkriegen. So, wir haben jetzt ein Pony, eine Kutsche und einen Kutschprofi. Ich würde sagen, wir legen ihm jetzt mal das Geschirr, oh Gott, an. Du sollst ihn nicht gleich verstören. Okay, so, Duke ist bereit. Bitte spannen Sie mein edles Pony an. Das Kutschgeschirr ist jetzt schon fast dran, bis auf die Trense. Und jetzt mache ich ihm hier diese kleinen Mini-Gamaschen dran. Schauen wir mal, ob das passt. Oh mein Gott, seine Beine sind so klein. Das ist halt Mini-Shetland. Die Gamaschen waren leider etwas zu groß, deshalb haben wir sie wieder runtergemacht. Und dann kam auch schon die Trense. Ich habe erstmal noch am Langzügel gestartet und Duke erstmal noch kurz ohne Kutsche gefahren, damit er nochmal kurz drauf eingestellt wird. Ich habe in der Vorbereitung schon Reifen an ihn gehängt oder mich als Mensch locker an ihn gehängt und das hat super geklappt und jetzt spannen wir ihn zum ersten Mal zusammen mit Hella ein. In die Wand. Sicherheitsaspekt geht vor. Man sollte auch nie leichtfertig einspannen, weil es kann so viel passieren. Und ja, bitte macht sowas wirklich nur mit einem Profi und nicht unüberlegt. Gut, prima. Wow. Wir haben bei uns auch in der Halle gestartet, damit er eben keine weiten Wege zum Wegrennen hat. Hella hatte ihn auch anfangs noch am Strick, aber er hat es schon sehr, sehr gut gemacht. Mit dem Sand tut er sich natürlich ein bisschen schwerer. Er wollte auch immer traben, weil er sich dann beim Ziehen einfach leichter tut. Und es hat so gut geklappt. Wir waren echt erstaunt und er hört halt auch perfekt auf meine Stimme, was echt ein großer Vorteil ist. Wie hat es sich angefühlt, Frau Kutscherin? Das klappt doch sehr gut, würde ich sagen. Duke macht einen sehr guten Job, also fürs erste Mal mit der Kutsche wirklich. Mega, mega gut. Er hört halt so gut auf die Stimme auch, ja. Ne? Das ist das Wichtigste. Die Stimme kommt anders sitzen, das ist gut. So, fahren wir noch ein paar Runden. Okay, Duke. Es ist auf jeden Fall wichtig, die Ponys oder Pferde vorm Einspannen super gut darauf vorzubereiten, damit einfach nichts passiert und sie schon daran gewöhnt sind. Und auch die Ponys vorher zu trainieren und nicht am Anfang zu viel zu machen, damit sie keinen Muskelkater bekommen. Nachdem es drinnen super gut geklappt hat, haben wir uns entschieden, noch eine kleine Geländerunde zu machen. Duke ist ja sehr geländesicher und da kann er einfach gerade ausziehen und am Teer und Kieswegen ist es einfach viel leichter wie an dem Sand. Hella meinte dann, ich sollte mich gleich draufsitzen, weil es natürlich sicherer ist, wenn jemand auf der Kutsche sitzt, da man ja somit auch bremsen kann. Und ja, Hella hat Duke geführt, was auch sehr, sehr toll war. Da bin ich ihr sehr, sehr dankbar. Auch im Gelände hat es einfach so gut geklappt. Schaut mal, wie die Ponykutsche abgeht. Also wirklich super. Ich bin so stolz auf ihn. Wir waren auch nur eine ganz kleine Runde. Super. Ja, ich würde sagen, das läuft sehr gut. Wir haben sicherheitshalber einen Strick dran, einfach, dass Hella ihn halten kann. Ich habe auch eine Bremse bei der Kutsche und
Ja, das ist doch ganz gut. Über Felder, über Wiese, gar nicht machen. Auf der Straße kam uns auch noch ein Auto entgegen. Hella hat ihn ja geführt und er war auch ganz brav. Und dann waren wir auch schon wieder zu Hause. Ich bin echt so stolz auf den Kleinen und da werde ich jetzt auf jeden Fall dranbleiben. Richtig happy tatsächlich, wie gut er das gemacht hat. Also man muss sagen, wir haben ihn natürlich gut darauf vorbereitet. Man kann ein Pferd nicht einfach einspannen. Aber das war jetzt echt richtig, richtig gut, muss ich sagen. So toll, Yuki. Schön die Kutsche gezogen. Yuki, hast du gut gemacht. Und man muss sagen, ich kenne Duke natürlich durch die Freiarbeit und alles auch extrem gut und wir haben extrem sichere Stimmkommandos. Von dem her haben wir natürlich auch nochmal eine ganz andere Beziehung dadurch. Und jetzt darf er mal weg, der hübsche Kerl. Der hübsche Yuki, so toll. I love him. Jetzt schauen wir mal, wie sich Vanilla so macht. Ich bin gespannt. Vanille Pony. So, last but not least, Vanille Pony, sie ist die nächste. Auch erstmal ganz kurz noch putzen, wenn die Seite wechseln, wenn die so klein sind, zum Bürsten. Praktisch. Es geht jetzt los und ich freue mich schon voll. Kann man die nacheinander? Ich möchte auch so ein Palomino Pony, so eins wie Vanilla, aber als Waller. Also Leute, schreibt mir, wenn ihr so ein Pferd habt. Nein, schreibt ihr nicht. Ich sehe schon, morgen hat Helen 10 neue Ponys. Ups. Und einen Freund weniger. Na ja. Na ja, das ist dann auch nicht so wichtig. Dafür hat sie ja dann die Ponys. Natürlich ja. Nicht. So, soll ich schon mal hier was zumachen? Ja. Es ist echt Wahnsinn, was man alles braucht, um so ein Pony zu fahren. So viel Geschirr, das muss ich alles mal wirklich noch in Ruhe lernen. Und Vanilla habe ich dann auch erstmal wieder am Langzügel gefahren, damit sie sich kurz wieder dran gewöhnt. Und ja, sie war etwas spanniger und genervter als Duke. Bei Vanilla haben wir uns dann auch entschieden, dass ich Hella auf die Kutsche setzen darf und nicht die ganze Zeit mitlaufen muss und diesmal ich laufen darf. Hier war Vanilla ein bisschen genervt, wie man sieht, aber das ist auch am Anfang normal. So, Vanille, jetzt geht's los. Bist du bereit? Ich mich hier mal rein. So, Hella darf auf der Kutsche sitzen und diesmal führe ich. Super. Hella darf jetzt auch mal auf der Kutsche sitzen. Ja. Richtig gut. Vanilla ist ein extremes Powerpony. Sie wollte am liebsten immer galoppieren und hat nicht eingesehen, warum man denn traben soll. Aber sie hat es so gut gemacht. Ich bin echt happy. Vanilla war deutlich aufgeregter und gestresster als Duke. Deshalb haben wir mit ihr ganz viel Pausen gemacht und sie ganz viel positiv bestärkt und sind auch nicht ins Gelände gegangen, sondern haben erstmal mit ein paar Runden in der Halle gestartet. So, Vanilla macht es wirklich fantastisch. Ich bin richtig stolz auf sie. Sie ist noch ein bisschen nervös, aber das ist ja ganz normal am Anfang, oder ja. Hella, was sagst du? Richtig gut, klappt super. Und das Wichtigste ist halt wirklich dieses Ho, also was Julia jetzt zum Beispiel als Kommando zum Anhalten hat, dass das aus jeder Lebenslage funktioniert, weil das muss halt einfach sitzen. Vor allen Dingen, wenn man in Straßenverkehr geht, genau. Aber wir sind ja jetzt gerade noch in der Halle, ist ganz entspannt. Willst du noch was zu der Gerte sagen? Achso, die Gerte, die ich habe, die müsste eigentlich ein bisschen länger sein, weil ich komme jetzt hier an den Hintern und da treibe ich sie auf jeden Fall nicht mit, sondern man müsste hier eigentlich ankommen und die Leinen sind auch ein bisschen kurz, weil ich kann hier gar nicht richtig greifen. Naja. Wir stehen ja noch am Anfang hier, ja. Das ist, wird alles. Step by step, gell? Gell, Vanelli? Ihr so lieb. Wir zeigen euch bewusst hier auch die ganzen Anfänge. Es sieht einfach nicht von Anfang an perfekt aus und das ist mir auch wichtig, das einfach zu vermitteln. Jeder Anfang ist hart und es gehört einfach viel Übung und Routine dazu. Und da werde ich jetzt mit meinen Ponys auf jeden Fall weitermachen und euch hoffentlich bald perfekt gefahrene Ponys zeigen können. Dass ich jetzt auf die Leine mal schön entlang, dass sie sich einfach komplett entspannen. Ja, ich glaube, für sie reicht das erste Mal auch schon, oder? Ja. Interessant, es ist auch echt anstrengend und Vanilla ist auch ein bisschen gestresster wie Duke. Und ich finde, gerade am Anfang muss man es nicht übertreiben, sondern die Pferde einfach da wirklich langsam dran gewöhnen. So,
die Seite auch. Und ab ist sie. Voll gut. Pony wieder frei. Da freut sich das Pony, wenn es wieder frei ist. So, jetzt, Hella, wo fangen wir an? Beim Schweif? Ich mache da einfach meine ganz eigene Taktik. Ah ja. Aber das ist eigentlich egal. Also vielleicht sollte man das Kopfstück am Ende abmachen, damit die Pferde dann nicht wegrennen mit dem ganzen Geschirr. Aber genau. Und dann war das Geschirr auch schon wieder unten und sie hat ihr Halfter anbekommen und hat noch Leckerlis bekommen. Vanilla, das Pony für alles. Oh, so eine süße Maus. Ich hätte auch so gerne so ein Palomino. Man muss natürlich sagen, dass meine Ponys sehr, sehr fit sind und sehr, sehr gut trainiert sind. Also die kommen nicht von der Wiese, sondern haben halt auch relativ viel Bodenarbeit und wirkliches Training gemacht. Von dem her haben die echt eine gute Ausdauer und auch Muskeln. Aber ansonsten, wenn man komplett neu mit einem Pferd oder Pony anfängt, muss man halt wirklich noch langsamer machen. Und erstmal antrainieren dann, ne? Erstmal wirklich lenken lernen, anhalten lernen, dass man halt hinter dem Pferd ist. Genau, Vanilla. Und ja, was ist noch wichtig? Dass die Pferde erstmal lernen, was zu ziehen. Also man sollte die nicht gleich einspannen, weil wenn die Pferde in Panik mit der Kutsche abgehen, ist es schlecht. Meine Pferde habe ich halt mit einem Reifen trainiert. Also ich habe halt einen Reifen hingehängt, den ich aber an der Hand hatte, dass ich jederzeit halt quasi loslassen kann und die Pferde halt frei sind. Und so fand ich einfach das eine super Möglichkeit. Was wir gemacht haben noch, das kann man vielleicht auch noch sagen, dass man sich auf jeden Fall eine oder zwei Personen zur Hilfe sucht. Einer macht dann Langzüge ganz normal, der andere nimmt dann die Stränge in die Hand und hängt sich rein. Also falls da was passiert, kann man einfach loslassen. Das stimmt, genau. Mit dem Reifen kannst du auch einfach loslassen, ja. Das ist halt wichtig. Dass man niemals irgendwas fix mit dem Pferd verbindet, wenn man sich nicht sicher ist, dass das Pferd davon keine Panik kriegt. Also Leute, sucht euch wirklich einen Profi, wenn ihr das Einfahren lernen wollt, weil es ist einfach schon so viel passiert, auch bei Fahrprofis. Und auch bei Shetties. Und auch bei Shetties. Es geht wirklich einfach schnell. Crash, crash, crash. So, schau mal, Juki. Hier ist meine Frau wieder. Mein Ziel ist es, mit den beiden mal zweispännig zu fahren. Das wäre natürlich richtig cool, aber dafür muss man natürlich erstmal einspännig trainieren. Und da sind wir ja gerade auf dem besten Wege und da werde ich jetzt auch dranbleiben. Und dann ist mein nächster Wunsch eine Zweispännerkutsche. Ja, geil. Zweispännergeschirr habe ich schon. Und dann wird es werden. Vanilla wird wieder rostig. Wunderbar. Das war's mit meinem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wie gesagt, also mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Hat es dir Spaß gemacht? Ich hoffe, die Zuschauer hatten auch so viel Spaß. Es war auf jeden Fall cool und mal was anderes und so sieht man auch mal die Anfänge und nicht nur, wenn es perfekt funktioniert, so wie bei der Hella. Bei der Hella funktioniert das Fahren ja schon wirklich perfekt. Ja. Aber damit es so funktioniert, steckt jede Menge Arbeit dahinter, muss man einfach sagen, und viel Training. Und jetzt habt ihr heute mal gesehen, wie es aussieht, wenn es noch nicht perfekt funktioniert und die Ponys das halt auch erst lernen müssen. Aber die haben das so toll gemacht. Aber sie haben es richtig, richtig toll gemacht und jetzt bleiben wir da dran, trainieren und hoffentlich können wir dann bald auch mal so toll fahren. Ja, nächstes Mal, wenn ich wiederkomme, dann zweispännig. Dann fahren wir zweispännig. Also seid gespannt und vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.